Hallo und herzlich willkommen zurück bei TVRist. Und wie man sieht, jetzt mit... Was machst du denn? Ich tanze. Mit meinem lustigen Gesellen Pavlov. Dein Charakter sieht aus wie ein Pavlov. Oh, guten Tag. Oh, da drüben läuft wieder. Der läuft aber vorbei. Huch. Ist einfach vorbeigelaufen. Fängt einfach gut an. Ist bald Weihnachten, ne? Da gibt es bestimmt wieder Angebote irgendwo. Ja, wir müssten... Oh. Hm? Huch. Da ist der Nächste. Fröhliche Weihnachten. Hey. Fröhliche Weihnachten. Hey, guten Rutsch. Ja, ja, dir auch. Der freut sich. Oh, links kommt noch einer. Ich glaube, die wünschen sich Vic Rachendrachen. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt übrigens mit Webcam übrigens. Habe ich das schon erwähnt? Ach so, ja, stimmt. Habe ich das vergessen. Hallo. Ja, weil es wurde sich gewünscht, dass man sieht, wie wir die ganze Zeit nur auf den Bildschirm gucken und die Webcam ignorieren. So. Jetzt, die letzten Mal habe ich immer in die Webcam gewunken und jetzt habe ich nicht in die Webcam gewunken. Ist auch geil. Ah doch, das habe ich zum Glück gemacht. Also ich mache immer meinen Begrüßungs- hier zwei Finger an die Stirn. Ich weiß gar nicht, hat Stirn mit Ö. Hat sich irgendwie so etabliert. Habe ich eigentlich noch... Ich habe kaum noch Snickers, wir haben kaum noch was... Wir müssen trinken holen und so, ne? Müssen wir auch mal wieder machen. Ich habe richtig Hunger gerade. Ja, ich auch. Aber so richtig. Ich könnte jetzt richtig auf einen Weihnachtsverweigerer. Hä, was ist... Kann man das hier direkt essen, wenn das hier dran hängt? Feiern die hier eigentlich Weihnachten oder halt Wintersonnenwende? Ja, das kannst du direkt essen. Normalerweise, wenn die durch sind. Obwohl... Doch, geht. Einfach eh gedrückt halten. Oh, Entschuldigung. Oh, ey, sag mal... Nein, du kriegst nichts. Hä? Lass mein Kanickel in Ruhe, das ist mir. Du hast schon meine CD-Sammlung geklaut, du Arschloch. Verstehst du, was ich sage? Unsere Sprache ist die einzige Sprache. Ihr müsst die lernen. Übrigens, eine Dame echauffierte sich bei mir, ja, unter einem Forest-Video über, dass unsere Sprüche gar nicht gehen, oder meine halt, gar nicht gehen. Wenn wir sagen, dass der weiße Mann hier Demokratie auf die Insel bringt und sowas. Das geht gar nicht. Echt jemanden? Es gibt Leute, die nehmen mich offenbar noch ernst. Das bin ich nicht gewohnt. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Ich musste 3 Tage darüber nachdenken, bis ich dann zum Schluss gekommen bin, den Kopf zu schütteln. So. Hä? Ja, wirklich. Wie man das ernst nehmen kann, ist mir ein Rätsel. Ja, aber da könnt ihr doch keinen Spaß darüber machen. Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, willkommen beim absolut spaßlosen Let's Play jetzt, ne? Gibt keinen Spaß mehr. So, willkommen bei Excel Forest. Microsoft Excel Forest. So. Ich habe Essensvorräte an. Wenn jeder Einwohner pro Tag 0,3 Fleisch isst, wie viel... Huch, ich hänge fest. So. Hat sich dann eigentlich auch darüber abgefuckt, dass wir Tiere töten? Nee, eigentlich noch nicht. Noch so, warte. Jetzt. Guck mal, er greift mich jetzt aber an. Das ist aber jetzt in Ordnung, lieber Zuschauer. Ja, das sehe ich auch. Das finde ich auch ganz kritisch. Tobi, dass er dich einfach angegriffen hat, ohne dass wir einen Akt der Aggression begangen haben, finde ich nicht gut, Tobi. Leute, es war wieder mit Johnny da auf dem Rücken. Gut. So, willst du noch was? Willst du deinem Kollegen nachjoinen, Freund? Hm? Boah. Achso, du bist das. So. Komm, wir spielen Tennis. Hey, warum hält der so viel aus? Stirb doch mal endlich. So. Komm, schmeiß mal auf den Grill. Achso, das geht nicht. Ja, komm. Yay. So. Yeah, Demokratie. Yeah, Demokratie. Das ist wie der Piñata. Alter. Kommen da gleich Süßigkeiten raus. Der da ist der Zahn, guck. Oh. So. Die Zähne kann man lutschen wie Candies. Huch. Oh, ich esse gerade Kohle. Ja, das ist nicht so gut. Habe ich schon... Ach, ich habe die Zäune gebaut mit dem Dingens. Irgendwas wollte ich mir noch aus Knochen bauen. Irgendwas habe ich gedacht, das habe ich noch vergessen. Der Zaun hier unten. Ja auch, aber Rüstung zum Beispiel. Knochenrüstung hätten wir uns auch mal bauen können, theoretisch. Oh, da braucht man Knochen für. Okay. Nur für die Knochenrüstung braucht man Knochen. Für normale Rüstung aus Lurchhaut geht natürlich auch. Aber ich... Boah, ist natürlich schon ein bisschen her. Hat man nicht eine Menge Stuff aus dieser Höhle da unten mitgebracht? War da nicht irgendwas? Ich weiß gar nicht was. 3 Stoff, 6 Knochen. So. Okay. Ist vielleicht eine gute Maßnahme. Oh, da liegen noch 2 Knochen. Ich klau mir alles.
So. Wie kann ich nochmal mein Crafting-Buch aufmachen? Meinst du für die Rüstung? Mit I. Mit I, ne? Ja. Genau, das machst du bis Winter. Ist das schon so lange her, dass wir gespielt haben? Ja, nee, eigentlich nicht. Wollte ich eigentlich die Decke offscreen reinzimmern? Also reinziehen? Ich meine nur den Bauplan? Oh. Das weiß ich gar nicht. Survival, das war ja schwer. So. Sekunde. Ist das eine Wärmerüstung? Nee, das ist nur eine sichere Rüstung. Das ist so eine Art Kampfrüstung. Du kannst ja mehrere haben. Survival! Ja, nice. Lecker. Tobi, gleich gibt es richtig schöne abgehangene Lurche. Die sind fangfrisch. So, die hänge ich hier mal mit dazu. Na? Guck mal, ich habe eine Keule. Hä, hey, das hat Captain Jack Sparrow. Ich bin Captain Jack Sparrow. Der Tag, an dem ihr Captain Jack Sparrow fast gefangen hättet. Okay, pass auf. Wir brauchen ein Dach, brauchen wir, ne? Ja. Und ich hatte mir was dabei gedacht. es ist so traurig. Ich wollte, glaube ich, diesen Teil überdachen und hier wollte ich noch nicht überdachen. Ich wollte erstmal nur hier überdachen. Und aus irgendeinem Grund ging das nicht, weil das Bauen bei Forest leider immer sehr abenteuerlich ist, sagen wir mal, ja? So, eigener Boden. Wieso habe ich eigentlich das Licht an? Das sind meine lichten Momente. Wieder ein lichtes Haar. Fettes Schwein. So, ich zieh gleich um. Reicht mir langsam. Nein. Deswegen trage ich auch heute eine Mütze. Ja, da sind nämlich eigentlich gar keine Haare mehr drunter, ne? Nee, das ist. Der Traum ist geträumt. Das ist vorbei. Ach, scheiße, ja, stimmt. Das wäre immer so schwierig hier auf diese. Ah. Okay, das war nicht schwierig. Ich glaube, das hier war der schwierige Teil, ne? Achso, übrigens, falls die Folgen mal nur 20 Minuten oder so lang sind, wir sind in der Weihnachtsvorproduktion, ne? Das hat ja immer gut geklappt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich werde heute streng sein, Erik. Oh, ich mag das, Tobi. Das ist eine gute Ansage. Ich bin streng, dass ich gleich mal mich anzünde. Ah! Boah, du bist ja richtig wieder Feuer und Flamme heute. Ich brauche irgendwas, womit wir hier drauf kommen. Kann ich nicht in eine Bank bauen oder irgendwas vielleicht hier hinten auch mal? Vielleicht wäre das hier eine Option. Was denn? Der Vogel ist einfach so vom Himmel gerade gefallen. Oh. Tobi? Hey. Tobi? Alter, ja? Was genau ist da mit dem Vogel los? Der Vogel ist halt einfach vom Himmel gefallen. Oh, nimm mal deine Brüste aus der Kamera, sonst sehe ich wieder demonetarisiert. Hör auf jetzt. Oh. Sind die beiden auch vom Himmel gefallen? Vorsicht, da kommen noch welche hinten. Da steht noch einer am Horizont. Zwei sogar. Sei ein bisschen vorsichtig. Wenn du wieder Spaß hast mit den Eingeborenen. Ach, das sind aber ganz possierliche Menschen sind das. Ganz possierlich. So. Oh. Komm, ab auf den Grill. Wie kann man sich denn da beschweren, dass man dem was Gutes tut, weißt du, indem man den Zivilisation bringt? Das verstehe ich. Das geht mir halt aber nicht in den Kopf. Wie kann man so dermaßen menschenverachtend sein, dass man das nicht möchte? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also da kein Verständnis. Ich meine, wir bieten denen doch nur ein neues Zuhause, bei Gott. Huch. Hör mal auf jetzt. Tobi, hallo Tobi. Tobi, hallo Tobi. Alter, Hilfe, ich höre dich doppelt. Ja. Wir hatten ja überlegt, ob wir In-Game-Voice machen, ne? Ob wir das mit dem Dingens machen. Ja. Also wir könnten es theoretisch tun. Also, ne, so, dass wir uns... Aber dann, ich weiß nicht genau, wie wir jetzt noch reden würden. Wir müssten ja immer nah beieinander sein, glaub. Wir müssten immer nah beieinander sein. Krischt. Oder halt immer ja, Das stimmt. Oder halt immer mit der Handgurke. Ich drücke Q, weil ich denke immer Q und R ist zum Drehen, weil ich momentan parallel noch Mist spiele. Mist. Der Witz wird zum Glück niemals alt. Oh, hast du den schon mal gebracht? Hätte ich mir nicht gedacht. Nein, das liegt ja auch gar nicht auf der Hand. Komm, lauf mal durchs Feuer jetzt. Lauf doch mal hier durch. Komm. Ey, warum läuft er nicht durchs Feuer? Was ist der denn für ein Genius? Ich habe keine Ahnung. Ist das vielleicht der eine mit Abitur hier? Oh, Alter! So, was denn? Ja, ich bin weg, ne? Tschüss. Ist die wieder böse zu dir? Das sind ganz schön viele.
Alter. Ich hau ab. Okay. Warte. Ich mach das anders. Thomas anders. Bitte, bitte, Tobi, bitte. Entschuldigung. So. Hey, guck mal. Warte. Ich versuche hier gerade. Ich muss hier gerade Landschaftsvermessung machen. Guck mal, mein Penis. Sieht ein bisschen knochig aus, Tobi. Der ist aber richtig, also sehr dünn auch. Also. Da, damit wirst du aber nicht viele Freunde da finden. Hm? Erik? Ja? Ah, jetzt bist du wieder da. Hä? Ja, Discord ist heute wieder lustig drauf. Ah, okay. Juhu. Warte mal. Ist das denn auch weit genug? Nee, komm, scheiß drauf. Ich mach das doch anders. Ah, fuck. Entschuldigung, bauen bei Forest, ne? Ihr wisst ja selber, wie es ist. Wenn ihr Forest schon mal gespielt habt. Es ist eine Wissenschaft für sich. So. Brauchen wir wieder Holz? Denke ich nämlich Holz sammeln. Ja, ja, grundsätzlich immer. Okay, alles klar. Ich dachte, wir bauen jetzt aus Beton. Wäre schön. Aber dann kriegen wir bestimmt ein Problem mit Umweltaktivisten. Obwohl wir echt schon viel für die Umwelt tun in diesem Spiel. Ja, also mehr geht ja wohl nicht. Zum Beispiel, ich möchte das kurz erwähnen, ja, wir holzen in den Wald ab, nicht aus Spaß. Sondern wir wollen da Parkplätze für Greenpeace bauen. Und das hilft der Umwelt. Die müssen ja auch irgendwo parken. Richtig. Und das vergessen leider die meisten, ja? Ja. Ich bewundere euren Enthusiasmus, wenn es um den Schutz der Umwelt geht, aber wir wollen ja mal die Realität nicht aus dem Auge behalten, aus dem Auge verlieren. Auch Greenpeace-Abgeordnete müssen irgendwo parken. Natürlich. Meistens um die Ecke, um dann mit dem Fahrrad weiterzufahren. So. Nee, das waren die Grünen, ne? Gab's da nicht mehr diese Story? Unser grüner Oberbürgermeister auch, der fährt auch, wird immer mit der Limo gefahren. Nee, Quatsch, er fährt mit dem Fahrrad. Scheiße, schief, ja. Und sein Laptop fährt dann mit der Limousine hinterher. Hä? Ja. Aber welchen Sinn macht das denn? Er sitzt auf dem Fahrrad und kann sich so schön ablichten lassen. Ach ja. So. Yeah. Okay, ich glaube, das passt. Oh, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinaus, aber das ist egal, das kriegen wir hin. Das passt schon irgendwie. Das geht so. Sicher aus. Ja, geh, du hast recht. Ah, ich mag die Österreicher. Ja, die haben ein geiles Gemüt. Und vor allen Dingen auch, ja, finde ich auch. Und eine geile Aussprache oder sowas. Das geht sie aus. Ich mag das gerne. Oder was ich auch mag, was komischerweise ernte ich da mal wenig Verständnis für. Ich mag voll den sächsischen Akzent. Was? Ich mag den voll gerne. Ich finde den voll gut. Der ist gleichzeitig lustig, aber auch charmant. Okay. Finde ich. Okay. Finde ich, Tobi. Ja, ich finde das. Ja, Gügemor. Ich meine, hör das doch mal an. Das ist doch super sympathisch. Wenn man mal ehrlich ist, oder? Ja. Ja? Okay. Ich meine das sogar ernst. So. Ja. Okay. Ich meine, so Norddeutsch, weißt du, das kann ja jeder. Ich mag den norddeutschen Akzent. Ich mag Norddeutsch auch. Ich mag aber auch zum Beispiel die Essener Schnauze. Oder die Pottschnauze. Cool. Ja, klar. Ja. Das muss man mögen. Mag ich auch gerne. Da kann ich jeder mit, weißt du, da denkst du immer gleich, die Leute hassen dich, aber die sind halt einfach so. Oder auch, ich mag auch Bayerisch tatsächlich sehr, sehr gerne. Was? Ja. Ich verstehe da kein Wort. Ihr habt jetzt unterwegs noch Schnauzen putzen. Was? So, was? Ja, das heißt guten Tag. So. Ich feier das voll, Mann. Ja, geht, die Mochu hat Dussenborgen. Ich könnte jetzt einen leichten Salat vertragen. So, war das ein Zweigbaum? Das war ein Zweigbaum, okay. Ich habe heute auch schon einen Platt gemacht. Ja. Wieso bin ich heute drauf reingefallen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben nicht mehr so viele Bäume, ne? Oh. Da ist irgendwas ist ja mit der Umwelt passiert. Ich weiß gar nicht. Wie konnte es so weit kommen? Soll ich dir sagen, warum das so ist, Tobi? Warum? Weil diese Wilden hier auf der Insel, ja, diese Wilden, die haben einfach kein Konzept davon,
wie man Natur düngt. Und die Natur alleine kann das ja nicht. Nee. Ja, verstehst du? Die sind halt einfach dumm in dem Punkt, ist einfach so. Ja, das muss man einfach mal sagen. Sagen wir nicht dumm, sie sind unerfahren. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir denen zeigen, wie sowas geht. Deswegen nehmen wir diese ganzen ungedüngten Bäume hier, diesen ganzen Schmutz nehmen wir jetzt von der Insel und machen dann Schrebergarten. Das ist nämlich der only way of living. So. Und anschließend machen wir eine Grillparty mit all unseren Freunden, das sind wir beide. Und die anderen müssen natürlich zugucken, ist ja klar. Wir machen aber die Musik extra laut. Apropos Musik extra laut, ich wollte noch was machen. Hier für dich. Okay, warte, Tobi, ich brauche kurz 5 Minuten. Ich bin gleich wieder da. So, warte. Hörst du das, wie ich da gegen den Baum hämmer? Mit meinem Becken? Gib's ihm aber richtig. Ja, jetzt, Bambi. Ach, du kleine Schlampe. Ach. Da habe ich wohl ein bisschen zu hart getrieben. So. Das ist Bambi, die kleine Schlampe. La 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 la. Nein, Bambi ist lieb. Und gut. Wenn man bei Bambi das A und das I vertauscht, kann man das... Bimba? Bimba. Hört sich irgendwie ganz anders an. Ja, das stimmt. Neue Karriere vielleicht, wer weiß. Vielleicht ist das ihr Stripper-Name. Super. Bimba, der weiße Löwe. Nee, das war. Wie hieß der? Simba. Nee, Simba, Kimba, oder? Der weiße Löwe. Ach, ich hab keine Ahnung, ich kenne nur Simba noch. Ja, Simba war ja der König der Löwen. Aber der weiße Löwe war, glaube ich, Kimba, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch schon ein bisschen. Kiba. Her. Kiba so. Hieß er. Shiba Inu. Okay, Autoshiba Inu. Okay, also ich habe jetzt zuerst da hinten was hingebaut, da kommt noch eine Treppe dran, damit wir dementsprechend aufs Dach kommen, was wir dann hoffentlich hinkriegen. Da muss ich nicht immer mit diesem blöden Zaun springen und wir haben gleichzeitig noch ein kleines Deko-Element. Es ist quasi, ne, also andere spielen Forest, wir spielen schöner Wohnen. Ja, natürlich. Man könnte es ja auch spannend machen. Ja, gut, wir waren ja letzte Folge in der Höhle, also... Man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Da hast du natürlich recht. So. Also du schmeißt die Bäume erstmal alle hier rein, ne? Das ist super. Ich weiß, hast du schon irgendwas, wo man die hinsetzen kann? Nö, ne? Doch, draußen. Achso, dann kann ich die auch gleich dahin ballern. So. Ach hier, okay. Genau. Da kommt man jetzt auch dran. Weißt du noch, die Decke letztes Mal, wo man einfach nicht mehr bauen konnte? Ja, Mann. Die war richtig gut. Okay. Einfach mitten irgendwo, in der Mitte war halt irgendwo so ein kleiner Pinöppel. So, in der Mitte entspringt ein Fluss. Ich habe keine Ahnung. Was? Da läuft ein Muschiklaus durch den Wald. Oh mein Gott. Ich komm rein. Zwei sogar, glaube ich. Oh. Zwei Muschikläuse. Jetzt schon? Das ist wie Nikolaus, nur mit Muschikl. So. Kappa. Ein fröhlichen Muschiklaus. Wo denn? Oh, die fällen Bäume. Oh, das ist aber nett. Das ist total lieb, aber, Hey, was sind das hier schon wieder? Nee, warte mal. Bäume fällen eigentlich nicht Muschiklause, sondern... Ja, guck mal. Die machen da Randale. Aber Du hast gerade versucht, was anzufangen, was? Die fällen keine Bäume? Doch, die fällen schon Bäume. Ich dachte gerade, der eine Baum fällt in unsere Richtung. Aber wieso fällen die denn Bäume? Seit wann? Ich meine, das haben die früher schon mal gemacht, aber zwischendurch dann gar nicht mehr. Und jetzt aber wieder? Können wir denn da jetzt hingehen und uns das Holz dann holen? Ja, klar. Aber ich würde es nicht unbedingt jetzt machen. Und vor allen Dingen, es ist zumindest ein Muschiklaus und ein Thrombosen-Jonas. Was? Thrombosen-Jonas, das ist der, du wirst ihn kennenlernen. Bei dem musst du aufpassen, der kann nämlich sehr schnell laufen. Und der rammelt immer alles um. So. Was denn? Was
Was denn? Das sind unsere liebevollen Kosenamen für unsere Freunde, die Ureinwohner. Hallo, Muschi, Klaus. Zwei Muschi, nee, Gloppel-Heinz, Muschi-Klaus und es muss aber noch ein Thrombosen-Jonas dabei sein. Guck mal, die kommen uns besuchen. Das finde ich mega akkurat, dass die vorbeikommen. Einfach mal, um sich vorzustellen, dass es liegt. Hallo! Also wenn der Zug... Ich habe mal eine Frage. Muschi-Klaus kann ja ziemlich hoch springen, ne? Ja. Nicht angreifen, nicht angreifen. Wir sind lieb. Greift er dich dann auch nicht an? Weiß ich nicht. Aber momentan sehen die relativ friedlich aus. Die sind gar nicht aufgebracht oder so. Das Ding ist, Muschi-Klaus kann ziemlich hoch springen. Und wenn der jetzt direkt vor unserer Base steht, hier im Wasser, und wir haben den Zaun noch nicht fertig, der auch nichts bringen würde, glaube ich. Da kommt Galoppel-Heinz. Wo ist denn Jonas? Wo habt ihr Jonas Oh. Wo habt ihr Jonas gelassen? Hä, was ist mit ihm denn? Ja, Galoppel-Heinz, Alter. Der ist wieder straight unterwegs, Alter. Und da hinten kommen noch Ureinwohner. Oh nee, Muschi-Klaus hat wieder Babys fallen lassen unterwegs. Ach, hör doch auf. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ich bin schon mal in sicherer Entfernung. Nee, alles gut. Wir können nur noch durch die Wand. Also durch die Tür, da kommen die nicht durch. Das Problem ist, Muschi-Klaus hat Babys dabei. Ich hoffe, die kommen nicht auf die Plattform, weil die greifen immer an. Die wissen es aber nicht besser. Und er greift gerade die Base an. Ich glaube, es hackt Galoppel, alter Junge. Hm? Der ist ein bisschen ungehalten heute, Tobi. Was soll ich denn da machen? Vielleicht ihm einfach zeigen, dass er sich hier verpissen soll? Und da hinten kommt ein Baby angescheißert. Man glaubt es. Also bitte, jetzt. Komm, also wenn du jetzt Herz machen willst, ganz ehrlich, beruhig dich mal ein bisschen. Warum bist du so aggressiv? So, ich weiß es nicht, Tobi. Vorsicht. Au. Ja, ich habe den Bogen gezückt gerade, weil der hat echt, du musst ein bisschen aufpassen. Also Klaus ist lieb. Ich hol mal die Pfeile mal wieder zurück. Oh, du hast gerade Steine hier hingebaut. Oh ja, aus Versehen, weil ich E gedrückt habe zum Pfeil zurückholen. Sehr vorsichtig, Erik, sehr vorsichtig. Das coole ist, ich... Oh! Tja, Tobi. Nummer 1 ist down. Wollen wir Freunde sein? Klaus? Die sehen ja mal richtig ekelhaft aus. Das sind ja irgendwelche Menschen, die ineinander gehautet sind. Ja, die sind halt verschmolzen. Das ist einfach... Komm, wir lassen sie nur... Ihnen, sie... Ich weiß es aber nicht. Ich will natürlich auch kein Gender-Assume hier heute. So. Und was ist jetzt mit dem anderen Dude? Ja, der hat sich hingelegt. Der ist müde gewesen. Nee, ich meine... Wie heißt der? Thrombosen-Jonas. Ja, der kam nicht mit. Der hat da hinten gewütet ein bisschen. Das war's aber auch. So. Was denn? Ich glaube, der kam nicht klar. Was ist denn? Team Thrombosen-Jonas oder was? Thrombosen-Jonas. Das sind unsere Freunde. Und sie sind alle hier im Wald. Ja, total. Schön. Freue ich mich. Oh, warte mal. Ich mach mal. Kann ich das eigentlich an die Wand machen? Ich guck mal ganz kurz. Oh, ich muss dringend was essen. Ja, ich geh mal wieder auf den Grill hauen. Ah, sehr gut, ich komm gleich. Alter. So. Kann ich hier, geht das hier, wenn wir hier eine Bank hinbauen? Oh nein, unser Feuer ist aus. Oh, das ist aber nicht so gut. Dann sieht doch keiner, dass wir hier sind. Oh, das kann ich hier nicht anbringen, das geht nur am Baum tatsächlich. Oh, schade. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Angeblich kann man nämlich den Kassettenplayer an einem Baum anbringen. Das würde ich gerne... Was ist das? Ich weiß es nicht, aber du hast es auch gehört, ne? Ja. Okay, ich weiß es nicht, Tobi. Wie, du weißt es nicht? Es war sicherlich ein amüsiertes Geräusch von jemandem, dem es sehr gut geht, im Wald. Ich dachte, du bist der Experte in dem Spiel. Das sind positive Vibes, Tobi. Ich weiß nicht, ich kann nicht jeden Schrei jeder Gattung zuordnen. Hier könnt ihr mal einen Schnitzel. Warte, ich wollte mal kurz C... Hä? Oh, geil. Ich höre das auch. Ja! Das wusste ich nicht. Das ist ein Tipp, den ich bekommen habe.
Ja! Ja, la, 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 la! Mo, 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 mo! The forest! The forest! So. Der Wald muss brennen! Der Wald muss brennen! Ich will mit Ureinwohnern pennen! Yeah! Was? Entschuldigung, die Musik reißt mich immer so mit. So. Oh nein, ist es schwarz geworden. Na, egal. Schon? Oh. Nee, ist schnell. Jetzt geht's noch. Jetzt geht's noch. Ah, köstlich. Ich mag mein Fleisch schön schwarz. Wollen wir schlafen und speichern schnell? Das wäre vielleicht eine gute Idee, ne? Erstmal speichern, erstmal schlafen, ne? Dann können wir speichern. Gut, bei der Musik schlafe ich immer gut ein. Achso, ja, ja, gut, wir hätten vielleicht hinterher essen sollen. Egal. Ih, das war verbrannt. War keine gute Idee. Haben wir noch Wasser? Fire. The fire letzte, burns. Ich habe das letzte Fleisch gegessen, das letzte Wasser getrunken. Ich bin der beste Freund, den du haben kannst im Wald. So. Gut, wir sind ein gutes Team, Erik. So, ja. Einer überlebt, der andere nicht. So. Wir ergänzen uns gegenseitig. Aber Tobi, es sind Pilze, wenn du magst. Ich hätte die vorhin beinahe aus Versehen gegessen, weil ich Holzstämme aufgesammelt habe. Die kann man sogar essen, das sind ja die normalen. Nee, die anderen waren rot. Ja, die roten nicht so gut. Alter, die Mucke. Das ist voll geil, aber ich würde das gerne bei uns im Haus anbringen irgendwie. Das geht leider nicht. Schade, schade. So. Wäre cool, wenn man Bäume pflanzen könnte, aber das wäre natürlich unrealistisch. Und auch sehr gefährlich bei uns. Das stimmt. Hallo, Bambi. Wobei ich sagen muss, dass ich unsere Eco-Welt schon ein bisschen vermisse manchmal. Die Eco? Ja, mit dieser schönen Allee und sowas. Wir haben uns vor der... Ja, das stimmt. Der Server müsste ja noch da sein, ne, eigentlich. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also eigentlich... Aber ich würde noch ein bisschen vor einer neuen Aufnahme, würde ich noch ein bisschen warten auf ein paar Updates. Jetzt kommen ja... Wir haben ja vor der Aufnahme noch ein bisschen bei Echo reingeschaut. Also nicht beim Spiel, sondern der Tobi hat so ein paar Sachen aus den Updates rumgeschickt auf dem Discord. Boah, Alter. Das sieht so cool aus teilweise. Also was man jetzt machen kann mit den Büroräumen, das fand ich ganz geil. Und bald mit dem... Also man kann bald Felder bestellen, ja, mit dem Grubber und so. Voll geil, Mähdrescher und alles, was da alles kommt, ey, voll geil. Ich finde Mähdrescher und Erntemaschinen, ist das gleiche, ne? Ich weiß nicht. Oh, warte. Da ist doch, ist das Muschiklaus? Nee, das ist Thrombosen-Jonas, glaube ich. Echt? Oh, warte mal, ich komme, den habe ich noch nie gesehen. Ich höre den gerade nur. Ehrlich gesagt, wenn der Thrombosen-Jonas da ist, sollte man auch nicht unbedingt in der Nähe sein. Ah nee, das ist noch ein Galoppelheinz, das ist ein neuer Galoppelheinz, alles gut. Und das ist nochmal ein Muschiklaus und nochmal so ein Galoppelheinz. Problem ist nur, der bringt immer Ureinwohner mit. Wo bist du? Wo bist du? Hilfe! Oh, Digga, was? Wo will der denn hin? Hau ein, ciao. Oh, die Weißen sind schwierig. Die Weißen, die rollen sich immer weg. Ich hasse Weiße. Oh ja, wir sollten vielleicht auf die Base. Ehrlich, ich komme gerade vor Jurassic Park. Und zwar schnell, Tobi, hau ab! Mein Bein! Ich räche dich, Tobi. Ich höre das schon. Bei der Musik werde ich immer aggressiv. Das mache ich mit euren Kindern! So. Ist das eine gute Idee? Vielleicht zieht Musik die ja an. Bestimmt. Ist das eine gute Idee? Ach klar, überleg mal, die haben ja noch nie Musik gehört, Tobi. Wir bringen ihnen die Gabe der Musik. Überleg mal, Muschiklaus mit seinen 50 Beinen wieder abgehen kann. Oder sie. So, Alter, wenn der alles shaket. Riverdance, Alter. Ja, oder wenn Galoppelheinz die Welle macht, Alter, mit seinen Armen, Alter. Das wäre mega stylo. Gibt's das Wort überhaupt? Das hört sich voll scheiße an. Stylo. Stylo-Milo. Groovy Kids. So, genau so hört sich's an. Wir müssen, ne? Tut mir leid, dass ich dich so unterbrechen muss. Ja, warte, ich muss diesen Baum noch fällen. Tobi hasst mich. Was denn? Oh mein, ich. Was? Also der Muschiklaus, der ist ein bisschen aggressiv auf mich, aber ich hab dem noch gar nichts getan. Hä, wieso? Was macht denn der? Der hat gerade seine Beine gehoben und ist auf mich zugerannt gekommen. Aber warum? Oh, vielleicht ist er in Paarungsstimmung. Sie. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Oh, der ist ersoffen. Sag ich doch, das ist einfach die beste Location. Da ist noch Galoppelheinz. Galoppelheinz hat Angst vor Wasser. Der hat einfach Angst vor Wasser. Los, mach die Welle, Dicker. Mach die Welle. Schade. Hm?
Ja, weg haben wir am Hoppeln. Oh, da kommen wir da zurück? Nee, doch nicht, jetzt haut er ab. Okay. Aber der Spot ist halt einfach der beste. Die gehen ins Wasser und da saufen. Voll gut. Ja. Manchmal ist es nicht so gut, weil manchmal von den Mutanten zum Beispiel hätte ich gerne den Skin und den kann man leider nicht aus dem Wasser holen. Also die Haut, weil die besonders dick ist. Das ist die, glaube ich, die beste Rüstung, die man haben kann. Oh, der fällt gerade wieder Bäume. Oh, Alter, wie den zerlegt. Alter, richtig fachmännisch. Auf sich selbst. Auf seinen Nacken. Uah! Oh, Erik. Oh, und tot. Alter, ich bin Master Chief. Alter, hab ich fett umgebracht, Tobi. Guck mal. Hammer, ich hab das gesehen, Alter, von hier hinten. Richtig krasser Fight einfach zum Ende der Folge. Richtig krass. Heftig. Das kommt in mein Thumbnail, Alter. Hab ich richtig blutig geschlagen einfach. Eye of the Tiger, ey. So. Das liegt aber an dieser aggressiven Rockmusik, Tobi. Die hätte man nicht mitnehmen sollen in den Dschungel. Nee. So. Huch. Oh. Was machst du da hinten? Nichts, ich bewundere die Natur. Ah, okay. Komm mal kurz, Tobi. Komm mal bitte kurz. Ja, ja. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Hm, hör mal, Kleiner. Haben deine Eltern geraucht in der Schwangerschaft? Ich würde ihn gern adoptieren halt. Alter. Du bist so ein Monster. Der hat uns doch nichts getan, Mann. Ich wollte gerade das Ding drüber schieben hier. Hey, wolltest du den... Der hat sich doch gequält. Der hat sich doch voll gequält. Nein. Natürlich nicht. Nein, der hat sich nicht gequält. Hier, kann man den da irgendwie rein oder drauf? Oh, hinter uns. Oh, die liebenden Eltern. Oh, Alter, wie viele! Das sind eindeutig Raucher gewesen. Wir sollten gehen, das sind fünf Stück, Alter. Ciao! Alle ins Wasser, los, alle ins Wasser, kommt rein! Ja, ja, Freunde, kommt alle ins Wasser, juhu! Jetzt sind es keine fünf Stück mehr. Das Wasser würde ich nicht mehr unbedingt trinken, da kommt der Nächste. Moin. Hast du gesehen, wie ich den erwürgt habe? Ja, geil, Tobi, Alter. Richtig krasser Move. Alter, ja. Das ist schon, man muss einfach sagen, wir sind halt einfach die Kings of the Forest. Alter, wie das Wasser hier unten aussieht. So, das ist voll die Leichengrube hier. Das Schlimme ist, wie das Wasser eigentlich stinken müsste. Tobi, hör auf. Ich dachte vielleicht, dass man da noch so ein paar Schnitzel rausschneiden kann oder so. Das wäre echt schön, wenn man das Ding noch in die Pfanne hauen könnte. Das ist ja auch zartes Fleisch. Ich meine, da muss man natürlich lange für suchen normalerweise. Kann man das nicht mitnehmen, Alter? Ob man so ein Muschi klaus? Ja. Ob man so ein Muschi klaus auch fangen kann irgendwie? Wenn man schnell eine Wand hochzieht oder so? Und dann würde der einem quasi immer Babys liefern. Weiß ich nicht. Wenn man die essen könnte, hat man quasi unendlich Nahrungsquelle. Und dann ist es gedespawnt. Nein, warum nur? Es wollte nicht mehr in dieser Welt sein. Oh, geil mit der Mucke hier. Die läuft ja die ganze Zeit nonstop durch. Ja. Ist voll geil, unser kleines Lager hier. Ja, doch. Das ist, hat schon einen Nostalgie-Style mittlerweile. Ne, ich mag das gerne. Kann man eigentlich mehrere Kassettenplayer finden und dann ein paar Bäume im Wald ausstatten? Das weiß ich gar nicht. Tobi, warum hältst du das Tablett da hinten? Ach so. Ich wollte eigentlich das Baby drauf tun, aber es ging leider nicht. Ach, schade. Naja. Na gut, dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir mal schön hier ein bisschen weiter. Und ja, bring wieder weiter Demokratie in dieses karge Land hier. Ja, finde ich gut. Gut, dass es uns hat, muss man einfach sagen. Ganz ehrlich. Irgendeiner muss es ja auch mal machen. Ja, schön, dass wir es tun. Ja. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.